Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Christmas Candle Maxi Kerzen Adventskalender von Rossmann an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Beziehungsweise der ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht unbedingt von Rossmann, aber ich habe ihn bei Rossmann für 24,99 € gekauft. Und nicht nur ich habe den gekauft, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut super gerne bei ihr vorbei. Ihr Video geht nämlich jetzt auch online und dann bekommt ihr eine zweite Meinung. Den Yankee Candle haben wir uns schon mal vorgenommen. Da habe ich den kleinen und den großen ausgepackt. Ich weiß ja nicht, ne? Hoffentlich ist der hier so ein bisschen besser. Er ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Ich gucke mal, welche Kerzen ich hier so als Grundlage nehmen kann. Ansonsten haben wir hier halt keinen Preis. Wir müssen einfach mal schauen. Und ja, ich würde sagen, 24 Kläppchen, 24 Kerzen, relativ leichte Schätzelein, aber relativ schön, ne? Also den stellt man sich schon ganz gerne im Advent hin. Hat hinten auch so ein Aufstellding, auch bekannt als Ständer. Ah, okay, das meinen die mit Maxi-Kerzen, dass du quasi große Teelichter hast. Das hier ist Winterorange. Riecht dezent, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die an ist, dass da auf jeden Fall so ein bisschen die Party abgeht, ne? Ja. Oh, das ist ein Duft, der mir gefallen wird. Am 2. Dezember haben wir Wild Cherry drin, also Wildkirsche. Ja, das sieht jetzt nicht so super smart hier hinten aus, ne? Aber er riecht gut. Ich mag Kirschduft. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen der Duft des Jahres, oder? Kirsche in aller Munde, in aller Nase. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und auch der Duft, der da drin ist, ist irgendwie selbstverständlich mit dabei, nämlich Vanille. So schaut das aus. Ja, ich zeige euch ja einfach Teelichter in die Kamera, läuft bei mir, ne? Riecht dezent. Also es sind keine starken Düfte, wie man das jetzt zum Beispiel bei tatsächlich Yankee Candle oder Ava & May kennt, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Und da drin ist Waldbeere. Also es sind wirklich sehr Basic-Düfte bislang, aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Weiß nicht, was findet ihr besser, wenn man so klassische Düfte hat oder wenn man Duftmischungen quasi hat? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Riecht wirklich, ja, nach Waldbeere. Riecht gut. Ach, guck mal, am 5. Dezember geht es jetzt ein bisschen krasser los. Und zwar haben wir hier Apfelzimt einmal drin enthalten. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, weihnachtlicher Duft. Der sehr dezent riecht. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil ich brauche auch gar nicht so diesen starken, genau, Zimtduft haben. Mag ich. Dadurch, dass wir halt so einen Eierschalenkarton hinten drin haben, lassen sich die Kerzen auch super gut rausnehmen. Wir haben jetzt hier an Nikolaus den gebrannte Mandelnduft. Ach Leute, Mensch, ich habe es eben geschrien und jetzt bekomme ich es auch, ne? Dass ich tatsächlich jetzt so ein bisschen was Außergewöhnlicheres haben möchte. Das riecht wirklich ein bisschen nach Weihnachtsmarkt. Oder Kirmes. Aber ganz dezent. Der 7. Dezember kommt mit Vanille-Lavendel daher. Kati von Contra Junkie, also von dem Kanal Contra Junkie, wird jetzt die Beine in die Hand nehmen und rennen. Es riecht aber nach wirklich einer abgeschwächten, leicht süßlichen Vanille. Lavendel. Der Lavendelduft kommt nur ganz subtil raus. Also generell, ne, wir haben hier sehr zurückhaltende Düfte, die jetzt wahrscheinlich einfach nicht so die ganze Wohnung bäm voll machen werden, sondern nur so einen Hauch von geben werden, was ich gar nicht so schlecht finde. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie mit einer Magnolien-Duftkerze. So schaut die aus. Wird sehr wahrscheinlich schön blumig riechen. Ich mag Magnolienduft sehr, sehr gerne und ich bereue es bis heute. Wir hatten, als wir dieses Haus vor Jahren gekauft haben, auch einen großen Magnolienbaum direkt an der Terrasse stehen. Den haben wir leider weggemacht. Ne? Das bereue ich immer wieder, wenn ich bei den Nachbarn sehe, wie schön dann die Magnolienbäume so im Frühling blühen. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über einen blumigen Duft freuen. Und zwar haben wir hier einen Lilienduft. Also ich finde es schön, dass wir hier sowohl halt diese klassischen Düfte mit drin haben, als auch dann immer mal wieder so ein bisschen was anderes. Weil Lilienduft habe ich jetzt nicht so häufig in irgendwelchen Kerzen wahrgenommen. Den riechst du aber auch kaum. Hat halt ein bisschen was Seifiges, ne? In der Nummer 10 darf es ein bisschen abgefahrener weitergehen. Und da haben wir Harmony drin, also Harmonie. Das finde ich auch mal cool, ne? Also das ist ein Duft, halt wirklich eine Duftmischung, wo du nicht wirklich weißt, wonach soll der riechen. Der riecht nach Seife. Absolut nach Seife, Seife. Nach einer Stück Seife, die man so kauft. Ja. Zum 11. Dezember bekommen wir Fresh Cotton. Frisch gewaschene Wäsche ist natürlich auch immer richtig toll, ne? Also nach frischer Baumwolle soll das riechen. Das mag ich, ja.
Aber das riecht nicht klassisch nach diesem frisch gewaschenen Wäscheduft, sondern das hat auch ein bisschen was, ich weiß nicht, ein bisschen was leicht, leicht grüner Apfelmäßiges. Also nicht so stark wie bei dem Akzent Radino Adventskalender, aber ne? Riecht sehr, sehr angenehm. Und zur Halbzeit bekommen wir einen Bratapfel, der irgendwie auch, wie so manche andere Kerzen, ne, schon so ein paar Ratscher drin hat. Finde ich nicht schlimm. Sobald die an sind, ist der Ratscher weg. Der riecht ein bisschen intensiver. Nach einem richtig schönen roten, saftigen Apfel. Boah, ja, der riecht nach Bratapfel. Den finde ich auch richtig toll. Und hier haben wir jetzt einmal die erste Hälfte von dem Adventskalender auf dem Tisch liegen. Und ich finde, dass wir hier 12 sehr, sehr angenehme Düfte vor uns haben, die nicht irgendwie so einen zu sehr anspringen oder die halt so polarisierend wären. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass der Adventskalender jetzt schon besser ist als der von Yankee Candle, einfach nicht durch die Intensivität der Düfte, sondern durch die Vielfalt, die er bietet und auch dadurch, dass wir halt ein bisschen was Größeres hier drin bekommen. Also ich glaube, wir haben hier echt 24 unterschiedliche Düfte drin, was ich jetzt schon geil finde. Wir haben am 13. Dezember die Winterorange hier mit drin. So schaut das einmal aus und ja, zitrische Düfte sind nicht ganz so meins. Aber das riecht nach einer etwas süßlichen Orange und das mag ich dann schon wieder. Mag ich gerne. Der 14. Dezember nennt sich einfach nur Black. Das wird dann vielleicht so ein bisschen wie eine Männerumkleide riechen. Also diese ganzen Black-Düfte sind für mich halt so ein bisschen, ne, dass du dann irgendwas Aquatisches oder was Holziges mit dabei hast. Riecht erstmal nach nichts. Riecht nach sehr, sehr wenig, Leute. Also ich rieche da nichts. Okay, die ein oder andere Doppelung ist mit dabei, denn am 15. Dezember erwartet uns wieder der Vanilleduft, was ich jetzt nicht schlimm finde, denn Vanille gehört ja auch einfach sehr, sehr, sehr ganzjährig in mein Leben. Ja, aber es ist halt eine Doppelung, das darf man nicht vergessen, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir hätten hier vielleicht, haben Sie mich getäuscht, ne? Ich hätte echt gedacht, wir hätten hier vielleicht 24 Mal, oh, die Winterorange hatten wir ja schon mal. Ah, aha. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr drauf achten, wa? Okay, jetzt kommen Doppelungen daher, denn jetzt haben wir auch am 16. Dezember wieder die Vanille-Lavendel-Duftmischung quasi am Start. Nach wie vor, ne, eine etwas abgeschwächte Lavendelform. Witzig, eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember haben wir den Duft White drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob White nach mehr riecht als Black. Riecht auch nicht wirklich nach irgendwas. Riecht nach einer Kerze. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember bekommen wir wieder den Duft nach gebrannten Mandeln in unser Wohnzimmer oder wo auch immer wir die Kerze hinstellen, ins Badezimmer. Passt aber auf das Rußen an den Fliesen auf, ne? Riecht nach wie vor sehr lecker. Am 19. Dezember, wir befinden uns in der Weihnachtswoche, dürfen wir uns ein bisschen Wellness gönnen, denn genau danach soll diese Kerze duften. Aha. Okay, die hat auch ein bisschen was, auch wieder Seifiges. Aber auch was Blumiges mit dabei. Auch ganz leicht aquatisch. Am 20. Dezember kommt die Tropical Mango Mischung zu uns auf. Wohin denn? In die Hände? Ja, kann man machen. Ist ein fruchtiger Duft, ne? Aber Tropical Mango zur Adventszeit finde ich abgefahren. Am 21. Dezember bekommen wir den Erdbeerduft. Ich mag Erdbeere. Ich mag zwar tatsächlich lieber Kirsche, auch als Eis oder als, hier, wie heißt das? Joghurt und auch als Marmelade, genau. Aber ja, ne? Oh, der ist richtig süß. Der ist richtig süß. Oh, der hat was von richtig krass pürierten Erdbeeren. So, wenn du wirklich ein Erdbeereis bestellst, ne, dann machen ja manche hier Eismenschen, wie heißen die denn, Eisdielenverkäufer, ne, machen dann auch gerne so eine Erdbeersoße drüber. So riecht das. In sehr süß, sehr lecker. Zum 22. Dezember bekommen wir wieder den Apfelzimt. Auch das passt definitiv als Doppelung hier rein. Das heißt, wir haben den dann jetzt hier zweimal drin. Ich mag den. Das passt auch. Ein Tag vor Heiligabend darf noch ein bisschen Harmonie gedüftelt werden. Und ja, da haben wir dann wieder unseren leicht seifigen Duft. Ich finde, an Heiligabend hätten die nochmal einen anderen Duft reinmachen können. Hier finden wir nochmal Bratapfel drin. Also, die haben ja manche Teelichte hier auch doppelt drin gehabt, manche nur einfach. Es passt zu Heiligabend,
Aber den an Heiligabend jetzt als Doppelung reinzupacken, finde ich persönlich nicht so schön. Und nun haben wir ihn ausgepackt, den wirklich sehr gut duftenden Christmas Candle Maxi Kerzen Adventskalender. Wir haben hier 17 unterschiedliche Düfte in dem Adventskalender finden dürfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal hatten wir, ja logisch, eine Doppelung mit am Start. Und ja, aber es sind schöne Düfte. Es ist eine gute Auswahl, es ist eine ordentliche Größe. 24,99 finde ich, geht hier auch tatsächlich relativ klar. Ne? Schreibt mir gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wie gesagt, ich finde es hier auch tatsächlich gar nicht so verkehrt, dass wir dann auch eher subtilere Düfte haben. Manchmal mag man das halt auch einfach nicht so gerne, wenn es zu intensiv ist. Ne? Ich habe das gerne, dass ich halt so ein paar Kerzen generell anhabe. Und wenn jede einzelne Kerze so einen krassen Duft hat, dann ist es ein bisschen viel manchmal. Ne? Ich mache das ganz, wie gesagt, eine Kerze, die halt einen krassen Duft hat und dann verschiedene andere Kerzen, die entweder gar keinen Duft haben oder so wie hier, vielleicht einen etwas dezenteren Duft. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.